Servus und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Wie ihr gesehen habt, geht es um einen Beton-Holz-Tisch, also einen Hybrid-Tisch sozusagen. Und ich habe das zusammen mit Nico gemacht, Made by Myself heißt sein Channel. Er hat sich um die Betonfüße gekümmert und ich mich um die Holzplatte. Deswegen, wenn ihr die Betonfüße sehen wollt, müsst ihr das Video von ihm angucken, Teil 1. Teil 2 ist jetzt die Holzplatte. Aber die ist cooler. Bis gleich. Servus und herzlich willkommen im Altherrenclub. Ja, sorry. Nagelneue Location hier. Es ist Teil 2 von dem Tischvideo, wo wir im Auftrag machen, oder den Tisch, den wir im Auftrag machen. Ja. Ersten Teil haben wir bei dir schön gesehen, wie wir die Betonfüße High-End Sichtbeton gegossen haben. Ja. Die sind mittlerweile getrocknet und sehen ja richtig nice aus. Wir haben Eichenbalken organisiert für die für Tischplatte. Das war jetzt gar nicht so einfach, weil Eiche kriegst du ja nicht so einfach mal im Obi. Ja, also, und da haben wir in dem March, das ist so ein paar Dörfer von uns entfernt, so einen Fachhandel gefunden, so einen Schreinerfachhandel. Mhm. Und da haben wir zwei Stücke mit jeweils 4 Meter oder so gekauft. Und ja, haben die dann runtergesägt auf knapp 80. Genau, 80er Länge. Der Auftrag war, eine Tischplatte im Grunde genommen mit 80 mal 80 genau. Grundfläche zu bauen. Und ja, so ein bisschen Herausforderung ist halt bei, wenn man so Hartholz kauft, das ist nicht gehobelt. Man muss es ja hobeln. Aber das Weitere sieht man jetzt im Video, wie das vorangeht. Und ich denke, wir zwei treffen uns dann wieder, wenn die Platte fertig ist, ne? Ah ja. So, jetzt geht's ans Abrichten. Man braucht dazu eine Abrichte und einen dicken Hobel. Ist nicht meine Maschine, ist vom Marc. Vielen Dank dafür, dass ich die nutzen darf. Auf jeden Fall gibt es sie auch in günstiger Ausführung von Einhell und wie sie alle heißen. Ich glaube ab 200 Euro aufwärts. Abrichte ist die Idee. Ich habe einen Tisch und ich habe einen Winkelanschlag. Hier ist ein rechter Winkel. Und hier unten ist das Messer, was sich dreht. An meinem Holz suche ich zwei Seiten raus, die einen Bauch machen, übertrieben gesagt. Also wenn das Holz jetzt so geschüsselt wäre, in der Mitte tiefer, in der Seitenhöhe, dann suche ich so eine Seite aus. Die Funktionsweise ist jetzt folgendermaßen. Den hinteren Tisch kann man auf und ab bewegen, in der Höhe, komplett. Den habe ich jetzt einen Millimeter tiefer eingestellt wie der vordere Tisch. Somit habe ich einen Millimeter Spanabnahme und muss jetzt, wenn ich es drüber schiebe, vorne drauf drücken. Und so wird es dann abgerichtet. Je nachdem, wie krumm das Holz ist, muss ich den Vorgang 2-3 Mal machen. Aber nur so oft wie nötig, weil wir wollen nur so viel Span abtragen wie nötig, dass wir nichts am Holz verlieren. Wenn ich das gemacht habe, wenn die erste Seite richtig plan ist, dann hebe ich die plane Seite an den Winkelanschlag, drücke richtig dran, dass es plane Seite richtig hier an dieser Backe anliegt. Drück dran, fahre wieder drüber und das gleiche gleichzeitig ein bisschen runterdrücken. Und somit habe ich hinterher zwei Seiten, die winklig zueinander sind. Und danach geht es an den dicken Hobel. Ich gucke hier. Einen Bogen machen. Jetzt sieht man hier, hier ist gehobelt. Hier sind Stellen, wo es noch nicht gehobelt ist. Jetzt fahren wir noch mal drüber. Jetzt haben wir hier immer noch ein paar Stellen. Und jetzt ist es perfekt. Und mit der Seite gehe ich jetzt an die Backe. Die gehobelte Seite an die Backe. So, gut dran drücken. Komm mal. Noch einmal.
Jetzt baut man die Geschichte um zum Dickehobel. Jetzt habe ich hier einen Dickehobel. Jetzt ist schon die Welle über dem Holz. Also wenn ich jetzt reinfahre, die Welle von vorhin, jetzt oben drüber. Sprich, jetzt steckt es fest. Sprich, die abgerichtete Seite, eine von beiden, nehme ich jetzt nach unten, so dass das Messer, die Welle, oben mir wieder Spann abträgt. Dabei muss man jetzt darauf achten, dass der Spannabtrag nur gering ist. Also bei Eiche so 1 bis 2 mm, nicht mehr. Bei Fichte, Tanne so maximal 3 mm. Wenn man zu stark macht, kann es einfach passieren oder passiert, dass das Holz stecken bleibt. Dann kriege ich Hobelschläge drin. Somit messe ich jetzt. Jetzt 10 habe ich. Hier ist die Seite auch 10, also auf 9,9 probiere ich es jetzt mal. Und perfektes Ergebnis. Jetzt die andere Seite noch. Optimalo. Alle Balken sind abgerichtet. Nächster Schritt mit der Oberfräse von einem Kegelfräser mit Anlaufring eine leichte Phase auf jeder der 4 Seiten herzustellen. Erst danach gehe ich an die Kappsäge rüber und kapp die Enden ab auf 90 Grad und gehe dann nochmal mit der Oberfräse dran und fasse die Stirnseiten. Nach dem Phasen lege ich sie alle mal zusammen. Schau jetzt, welche Seite will ich nach oben haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir einen rustikalen Look wollen, sprich so Äste und so auch nach oben, nicht nur die schönen Seiten. Und man hat ja pro Balken vier Seiten. So. Guckt mal gleichzeitig nach den Fugen hier, ob das auch alles gut abgerichtet ist. Mal noch mal einen nachrichten muss, aber das sieht jetzt noch gut aus von der Fläche her. Genau, wichtig jetzt bei der Kappsäge, ich markiere mir die Unterseite, habe ein Kreuz drauf gemacht jeweils. Wenn ich jetzt an die Kappsäge gehe, mache ich die Unterseite nach hinten, dass wenn ich mit dem Sägeblatt einfahre und der Spanabtrag so ist vom Sägeblatt, es nach hinten ausreißt, weil es dann später unten ist, sieht man nicht. Dann habe ich nämlich 3 Seiten, wo schön sind. Und dann habe ich einen schönen clean Cut. Wenn ich zu langsam durchgehe, kann sein, es verbrennt ein bisschen. Dann einfach nochmal eine Scheibe runterschneiden, weil es verbrennt ist. Das kriegt man auch mit dem Schleifer nicht mehr wirklich weg. Und hier sieht man jetzt eben den ausgerissen. Nach hinten ist ausgerissen, Unterseite. Das ist die Oberseite, die ist schön glatt. Als nächstes werden mit der Oberfräse die Stirnen gefräst. Hier sieht man nochmal schön den Kegelfräser mit dem Anlaufring. Wichtig übrigens noch bei der Oberfräse immer in, so wie der Spanabtrag ist, zu fahren. Also der dreht sich im Uhrzeigersinn der Fräser. Sprich, wenn ich jetzt hoch fahre, muss ich mir aus der linken Seite fräsen, so ist der Spanabtrag. So rum ist und wenn ich wieder runterfahre zu mir, dann mit der anderen Seite. Weil ansonsten, wenn ich jetzt andersrum fahren würde, dann dreht er mir so lang. Wenn ich hier richtig hebe, fängt er an zu sausen und einfach das Ergebnis ganz sauber rein. Für die Stirn habe ich jetzt die Tiefe ein bisschen mehr eingestellt, weil ich habe jetzt einfach getestet, habe ein Stück genommen zum Eichending. Und mit der kleinen Phase vom Rand sah es einfach nicht gut aus. Deswegen ein bisschen mehr gemacht. Fürs Schleifen habe ich 120er Körner genommen, Schleifpapier. Habe jetzt überall
Oberfläche komplett geschliffen. Die Stirnseiten und nochmal die Fasen leicht nachgeschliffen. Ja, jetzt geht's ans Verleimen mit dem Lamello. Wenn ich die alle hingelegt habe, zeichne ich circa so 10 cm vom Rand immer hier einen kleinen Strich hin über beide Balken. Leicht. Und das Ziel ist jetzt, den Lamello hier rein zu fräsen. Also nicht oben drauf, sondern zwischendrin. So zwischen rein. Dazu habe ich eben die Lamello-Fräsmaschine. Und die hat hier oben eine rote Kennzeichnung. Hebt das Ding hier dran. Dann fahre ich rein. Und dann ist da hier der Fräser, der rote. Da fräst mir dann einen Halbkreis rein, beziehungsweise einen Teil von einem Kreis. Und dann schiebe ich das Ding jetzt zur Hälfte rein. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Und natürlich genau am Strich wieder die Dinger zusammenleimen. Und somit sind sie dann später auf einer Höhe, die Balken. Letztes haben sie einen kleinen Versatz teilweise. Und es ist einfach nochmal stabiler. Und es ist so die Alternative zum Dübel. Und noch auf die Fläche. Die Platte ist gut durchgetrocknet. Fehler, wo ich jetzt gemacht habe, teilweise auf den Lamellos war zu viel Leim, dass es oben rausgedrückt hat. Also an ein paar Stellen. Da gehe ich jetzt mit dem Stechbeitel hin und mach das raus. Also wirklich darauf achten auch, dass man an der oberen Kante beim Zusammenleimen einfach nicht zu viel Leim angibt, dass es einfach nichts rausdrückt. Das geht jetzt gut zu entfernen, weil so wenig ist. Aber sobald es halt mal ein bisschen nervt, wird es echt nervig. Jetzt wird geschliffen vor dem Ölen. Einmal 180er und danach mit 240er. Jetzt geht's ans Ölen. Das ist immer der Part, auf den man sich am meisten freut. Weil da kriegt man so einen richtigen Game Changer praktisch. Weil da entsteht dann wirklich die Veränderung, wo das Holz einfach komplett anders wird. Ich habe jetzt hier von Biofa Arbeitsplattenöl besorgt. Lösungsmittelfrei, ökologisch, super, wohngesund. Hat mir ein Schreiner empfohlen. Es ist relativ teuer. Also hier der Liter kostet 40 Euro. Aber sag mal, wenn man schon das Geld investiert und Eichen nimmt, dann kann man auch das Geld investieren und sich ein echt gutes Öl kaufen. Das Besondere oder der Unterschied zu anderen Ölen, man sollte das nicht unter 16 Grad verarbeiten. Deswegen habe ich jetzt hier die Platte auch im Keller gelegt, wo es ein bisschen wärmer ist. Und ansonsten, was gilt zu beachten, man hat hier Baumwolllumpen. Da waren bei der Dose 10 Stück dabei. Die muss man nach Gebrauch luftdicht verschließen. Dann bleiben die einfach frisch, also es verklebt nichts und es entzündet sich nichts. An sich, da es ohne Lösungsmittel ist, kann es sich nicht selber entzünden, das Öl. Bei Ölen mit Lösungsmitteln besteht die Gefahr, wenn ich eine Lampe einfach in die Ecke werfe, entsteht Hitze und der kann sich entzünden. Hier ist einfach so, das Öl ist an sich brennbar. Also wenn eine Zündquelle an den Lappen kommt, dann brennt er. Deswegen einfach nach dem Gebrauch in einen Plastikbeutel machen und dann hat man lange Freude daran. Ansonsten nach dem Öffnen kann man sich durchschütteln, weil ich hatte es gestern schon mal durchgerührt. Ansonsten nach dem Öffnen einfach ein bisschen durchrühren. So, gerade einfach mal Ecke eindippen. Und fleißig aufschmieren.
Bei dem Öl ist das Coole, dass es erst im Nachhinein so seine Wirkung entfaltet. Also jetzt sieht man nicht so viel, es sieht einfach aus, als ob man es nass machen würde. Und ich hatte vor ein paar Tagen eine Baumscheibe aus Buche damit geölt. Und es wurde halt erst am nächsten, übernächsten Tag so richtig krass. Stunden ist her, dass ich es eingeölt habe, das erste Mal. Es wurde richtig cool. Also im Video kommt es, glaube ich, gar nicht so rüber, aber es sieht mega aus. Ich habe jetzt hier eine leichte raue Stelle und hier nochmal ein bisschen. Ich nehme jetzt das 240er, schleife da nochmal leicht rüber und dann wird es ein zweites Mal geölt und dann wird es Träumchen. Also, 2 Stunden später, der Tisch ist fertig. Nee, so schnell ging es nicht. Und ich habe mich in dem Projekt richtig in Eiche verliebt. Mhm. Also ich wusste, dass Eiche cool ist, aber dass Eiche so cool sein kann, vor allem wenn man so den Prozess mitzieht. Ne? Wenn man so zum Baustoffhändler geht, kauft die 2 Balken, die so ein bisschen krumm sind und man denkt so, Alter, wie soll man daraus was kriegen? Und dann Stück für Stück wirklich sieht, wie sich das Ding entwickelt, ne? Dann alles zusammen verleimt, dann nochmal drüber geschliffen mit einem 320er Papier und am Ende halt das Öl auftragen. Das finde ich immer so den coolsten Hammer. Moment. Ja, also so rein. Egal was man ölt, auf jeden Fall. So der Effekt vorher, nachher, innerhalb von 2 Minuten, wie man so eine Komplettveränderung hat, ja. Ist halt schon mega. Geil. Ja. Absolut. Und ich finde auch, ich habe ja den Tisch einmal vorgebaut oder selber gebaut mit Tanne Fichte waren das, glaube ich, oder? Die Balken. Und den Unterschied, der ist schon krass. Also ich überlege jetzt echt, ob ich mir halt, also ich finde das Maß, was ich habe, ein bisschen schöner, weil es so in der Länge ist. Ich mag das Quadratische nicht so gerne, aber die Balken sind halt ganz geil einfach. Und deshalb vielleicht nochmal nachbilden oder sowas. Wäre dann so ein kleines Upgrade für meinen eigenen Tisch, aber ja, noch richtig geil geworden. Du hast ja auch so Eichenboden. Ja. Das harmoniert einfach so zusammen. Das ist schon krass. Aber es war auch bei Tom und Sandra, die das ja bestellt haben. Die haben eben auch Eichenboden. Ja. Und deswegen war das denen so immens wichtig, dass sie eine Eichenplatte haben. Und an der Stelle mal ganz ehrlich gesagt, gut, dass sie da so nah hartnäckig geblieben sind und uns dazu gebracht haben, solche Balken noch zu organisieren. Ja. Weil das sieht schon, also wenn ich das jetzt von hier aus sehe, du hast hier diese Platte und dann geht es runter auf den Eichenboden. Ja. Das sieht schon richtig geil aus. Ja, und zu erwähnen ist halt noch, dadurch, dass wir jetzt relativ großen Holzquerschnitt haben, die 10 auf 10er, das arbeitet natürlich immer. Also am Anfang beim Verleimen waren die halt presseinander, aber Luftfeuchtigkeit braucht sich nur ein bisschen zu ändern und dann fängt das Holz halt richtig an zu schaffen in der Dimension. Mhm. Und ja, dadurch wurden jetzt halt auch teilweise die Risse nochmal größer und kleiner, aber also das, mit dem Gedanken, mit dem Wissen muss man auf jeden halt Fall leben, wenn man sich aber das dafür macht's entscheidet. Halt, deswegen ist ja keine Holzplatte, finde ich auch. Weißt? Das ist ja lebendig. Wir haben auch extra, also war ja auch wirklich, dass wir die ganzen Astlöcher mit nach oben gearbeitet haben, dass es wirklich auch lebendig und so aussieht. Ich finde das positiv. Das ist richtig also, geil. Ja, es sieht halt, man muss halt es unikat. Nur wissen, man muss es nur wissen, dass das Holz halt arbeitet und es ist so cool, auch drüber zu fassen. Ja, und diese Kombo halt, gell? Hier diese glatte Sichtbeton. Das ist dieses schön warme Holz dazu. Wahnsinnig. Nice. Hast du noch was zu sagen? Nichts mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt. Ich hoffe, dass Tom und Sandra genauso glücklich sind mit dem Ergebnis. Geht dann wahrscheinlich morgen in die Spedition und dann die Woche kommt es hoffentlich bei denen an. Ich freue mich auch. Bin ich mal gespannt, was sie zu sagen. Ansonsten, genau, wenn ihr Fragen habt dazu oder so, schreibt einfach unten in die Kommentare. Fairerweise einfach mal erwähnt. Cray Element, Frank. Also wenn ihr Fragen zu Beton habt, explizit meldet euch bei denen direkt. Danken. Der ist einfach der Meister da drin. Der ist einfach. Und vielen Dank, Frankie, an dich nochmal für die ganze Hilfe. Gut. Also, soweit. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Projekt. Macht's gut. Ciao, ciao.